Hallo, in diesem Video möchte ich mal zeigen, wie man die alte Wärmeleitpaste von dem Kühlkörper entfernt und neue Wärmeleitpaste auf den Prozessor aufbringt. Zuerst muss man diese alte Wärmeleitpaste hier runter, komplett am besten, und das gleiche gilt auch hier für die CPU, da hängen auch noch Reste drauf. Am besten kann man alte eingetrocknete Wärmeleitpaste mit Terpentin entfernen und einem kleinen Wattestäbchen. Und kann damit diese Wärmeleitpaste, die angetrocknet ist, auflösen und dann auf der anderen Seite dann wieder aufnehmen. Der metallene Teil, diese Oberfläche, muss komplett glatt sein und am besten man macht auch hier den Rand sauber, ganz egal wie groß der Prozessor ist. Das muss alles runter. So sollte das dann aussehen. Das muss ganz glatt sein und glänzen. Manchmal ist die Oberfläche auch größer, vielleicht viermal so groß. Dann muss man das komplett einmal säubern. Manchmal gibt es da ziemlich viel Staub. Den kann man dann einfach mit dem Pinsel entfernen, damit der nicht nachher zwischen den Prozessor und den Kühlkörper kommt. Der Prozessorkühler hier muss auch sauber sein. Da kann man dann einfach ein Tuch nehmen mit Terpentin drauf. Und wie man sieht, löst sich jetzt hier diese Wärmeleitpaste auf und geht dann komplett ab. Jetzt ist der Kühlkörper auch sauber, ist auch sehr glatt. Genauso soll das auch sein. Die neue Wärmeleitpaste trägt man am besten direkt auf die CPU auf. Da brauchst gar nicht viel. Das ist schon viel zu viel. Da muss man jetzt wieder einiges wegnehmen. Und das kann man am besten mit so einem Wattestäbchen auch verstreichen, dass dann nachher nur noch ein dünner Film übrig bleibt. So ist das jetzt ziemlich gleichmäßig aufgetragen. Das ist ganz dünn und das reicht auch vollkommen. Jetzt kann der Kühlkörper wieder drauf. Der ist hier unten glatt, da ist keine Wärmeleitpaste. Und den setzt man am besten so auf, dass es auch direkt dann passt, also dass man den nicht hin und her bewegt oder nur ganz wenig, damit man die Wärmeleitpaste nicht von dem Prozessor an der Seite wieder runterschiebt. So, der sitzt jetzt schön fest auf mit Spannung und drückt unten die Wärmeleitpaste dann wieder runter. Jetzt können wir den wieder mal einschalten. Jetzt wird hier die Temperatur angezeigt der CPU. Sind jetzt im Leerlauf momentan 40 Grad, ein bisschen weniger. Das ist schon mal sehr gut, weil vorher mit der alten Wärmeleitpaste, die natürlich entsprechend hart schon mit der Zeit geworden ist, waren das ungefähr so 5, 6 Grad mehr im Leerlauf. Also man kann da schon einiges an Temperatur weniger erreichen, indem man die Wärmeleitpaste mal regelmäßig wechselt. Viel Wärmeleitpaste braucht man also nicht, wie man gesehen hat. Da reicht hier schon so ein stecknadelgroßes Stück. Und das ist fast schon zu viel. Also mit der Menge kann man das mit Sicherheit 5, 6, 7 Mal machen, das zu wechseln. Und so wie das bei dem Prozessor hier funktioniert hat, funktioniert das bei anderen im Prinzip auch immer. Das ist also relativ gleich. Der Unterschied ist allein in der Größe von dem Prozessor.